Servus, grüß Gott und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr kennt die ganze Sache, wenn ich durch diese Tür komme, heißt es gibt mir was Geiles zum Essen. Und zwar bestellen wir heute bei meinem absoluten Lieblingsrestaurant, und zwar in Weiler, beim, ihr kennt es alle, Bürgerstüble. Mein absolutes Lieblingsrestaurant. Und zwar bestellen wir heute einmal Schweineländchen mit Spätzle und Rahmsoße. Und wir bestellen Cordon Bleu mit Spätzle und Bratensoße. Ja, ich hole das Ganze kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir machen es diesmal so, ich richte das Essen gleich kurz an und dann schauen wir es uns gleich auf den Tellern kurz an. So, also fangen wir mal mit dem Cordon Bleu an, mit den Spätzle und der Bratensoße. Ein Salat ist dabei, der ist beim Schweinländchen auch dabei. Portion ist echt groß wie immer. Großes Cordon Bleu, einiges an Spätzle. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Ich weiß ja schon, wie das da schmeckt, aber natürlich müssen wir das auch testen, wenn man das Ganze abholt, ob sich der Geschmack verändert oder nicht. Man weiß ja nicht. Also die Spätzle und die Soße sind schon mal echt der Hammer. Muss man ganz klar mal sagen. Das Cordon Bleu schneiden wir jetzt mal hier in der Mitte auf. Oh ja, das sieht geil aus. Also es schmeckt übertrieben geil, überhaupt nicht trocken, echt saftig. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht, da hat gerade noch so einen geilen Käsefaden da gezogen. Absolut geil, schmeckt so geil. Bei dem Salat, gut, da brauchen wir jetzt nicht alles probieren. Dressing, das ist geil, das kann ich euch sagen. Aber was ihr hier unbedingt probieren müsst und was absolut geil ist, ist der Kartoffelsalat. Da führt kein Weg dran vorbei. Da kann man auch ruhig mal eine zweite Gabel von nehmen, weil der ist der absolute Hammer. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war ja, ich war da ja schon öfters, aber es schmeckt genauso wie wenn ihr es da esst. Es schmeckt genauso geil. Die Portion ist echt geil. Was soll ich dazu noch sagen? Ich würde sagen, probieren wir die Schweineländchen mal noch, ne? So, machen wir mit den Schweineländchen weiter, auf die ich mich persönlich sehr freue, weil das einfach mein Lieblingsessen ist. Das werde auch ich vernichten. Glücklicherweise waren da sogar noch etwas mehr Spätzchen dabei als bei dem Cordon Bleu. Gut, Spätzle werden ziemlich gleich schmecken. Die Rahmsoße, die ist der absolute Hammer, die müsst ihr echt mal probieren. Also, jetzt bei dem Fleisch bin ich gespannt, ob es trocken ist oder nicht. Hm. In der Kombination noch probieren. Also Freunde, absolut geil. Ich muss sagen, das kann ich euch gar nicht beschreiben, wie das schmeckt. Ihr müsst da einfach vorbeigehen. Geht da einfach vorbei und bestellt euch was. Geht am besten die ganze Karte mal durch, weil man kann da wirklich alles empfehlen. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel essen und euch hier zeigen. Geht einfach vorbei und bestellt euch da was. Ich werde das jetzt kurz vernichten und ja. Also, es ist natürlich alles weggekommen, was euch jetzt bestimmt hier nicht wundert. Ja, was soll ich sagen, das Essen, das kann man einfach nicht beschreiben. Da müsst ihr einfach wirklich vorbeigehen, holt euch was. Am besten holt euch mehrmals was und probiert es alles.
Ich blende euch hier jetzt auch nochmal den Link von Instagram ein. Die haben meines Wissens leider keine Homepage, wo man das nachgucken kann. Deswegen blende ich euch nachher im Video auch noch kurz die Karten ein. Also das ist eine kleinere Karte als normal zu Zeiten von Corona. Da stehen auch die Öffnungszeiten und alles drauf. Und ja, ich wollte nur noch mal kurz klarstellen, also alle Läden, wo ich bestelle, ist quasi nur Werbung von mir aus. Ich bekomme von denen kein Geld. Ich mache es wirklich freiwillig und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.